Der Stratege Putin hat sich offenkundig verspekuliert. Die Chinesen wahrscheinlich auch. Was macht jetzt die Fed? Was machen die Notenbanken? Und vor allem, was machen die Märkte, die ja am Freitag eine ziemlich naive Rallye absolviert hatten? Die Wall Street hat sich gedacht, ja, guckst du, Ukraine ist halt so wie alle anderen Geschichten davor. Irgendwie ziemlich weit weg, dann ist das Problem erledigt, dann können wir wieder kaufen. Sie hatten das praktisch schon abgehakt, nicht damit gerechnet, womit zu rechnen war. Allerdings zumindest das Potenzial war da, dass diese ganze Geschichte viel größer wird, sich zu einem internationalen Konflikt, zu einem geradezu globalen Konflikt ausweiten kann. Genau das ist passiert und das musste man dann mit Erschrecken feststellen. Also von wegen, die Märkte haben immer recht. Das ist offenkundig nicht der Fall. Aber jetzt entsteht natürlich eine extrem brisante Situation. Die wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Putin hat sich kalkuliert in seinem Stellvertreterkrieg für China. Putin hat ja, wie die Russen auch, diese Situation zu bewältigen, dass man im Prinzip von einer Supermacht abgestiegen ist zu einer zweitrangigen Macht. Das versucht Putin wieder zu ändern, diesen Supermachtstatus der Russen wiederherzustellen, praktisch den Warschauer Pakt wieder zu etablieren. Das hat er mehr oder weniger klar gesagt. Und die Chinesen haben sich gedacht, okay, wir schauen uns die ganze Geschichte mal an, wie Putin da agiert. Wahrscheinlich wird es so sein, dass diese Ukraine-Geschichte schnell gelöst ist. Und dann haben wir das Rezept, wie wir mit Taiwan vorgehen. Ich hatte gestern dazu ein Video gemacht, auch über die verschiedenen Wertesysteme zwischen eben dem Westen und Putin und Xi Jinping, respektive Russland, wobei Putin, respektive die Russen, eigentlich näher an unserem Wertesystem sind als an dem chinesischen System. Das könnte vielleicht dann auch die Lösung des Konfliktes sein. Putin hat sich verrannt. Es ist jetzt so, dass immer mehr tote Soldaten auch auf russischer Seite so zu verzeichnen sind. Putin hatte deswegen auch versucht, tschetschenische Sondereinheiten erstmal auf Kiew zulaufen zu lassen, an vorderster Front, um eben die Bilder toter Soldaten, russischer Soldaten zu vermeiden. Angeblich sind jetzt 5300 Soldaten, russische Soldaten schon gestorben. Kann ich nicht verifizieren. Im Krieg stirbt ja bekanntlich immer zuerst die Wahrheit. Jedenfalls dürften aber auf jeden Fall die Verluste der Russen da sein. Und das wird in Russland nicht unverborgen bleiben. Wenn das stimmt, dann hätten die Russen jetzt in dieser kurzen Zeit schon mehr Soldaten verloren als die Amerikaner im Irakkrieg. Und das ist nur ein Problem. Jeder Tag, der ins Land geht für Putin, ist ein schlechter Tag, wo er diesen Krieg nicht gewinnen kann, denn jetzt kommt Unterstützung von allen Seiten. Gestern eben Deutschland auch mit der Bereitschaft, jetzt direkt Waffen an die Ukraine zu liefern. Damit, hatte ich gestern in diesem Video argumentiert, sind wir in gewisser Weise Kriegspartei. Jetzt merkt offenkundig Putin, dass ihm die Fälle davon schwimmen. Das ist für ihn jetzt eine extrem brisante Situation, nicht nur außen, sondern vor allem auch innenpolitisch. Jetzt heute ein Call zwischen Biden und den verschiedenen NATO-Mitgliedern. Da will man sich koordinieren, aber die Waffenlieferungen sind massiv. Jeder Tag, der ins Land geht und der sozusagen nicht vollendete Tatsachen durch die Russen schafft, hat das Potenzial sozusagen, dass diese Waffen ankommen, dass die Situation für Russland immer schwieriger wird. Und dementsprechend hat Putin ja eigentlich auch fast schon indirekt mit einem Atomkrieg gedroht. Nuclear Deterrence Forces on High Alert. Und es gibt im Angelsächsischen ja dieses zynische Sprichwort: Was tust du, wenn die Meldung kommt, der Atomkrieg hat begonnen? Du kaufst. Warum? Es gibt das Potenzial, die Möglichkeit, dass diese Meldung falsch ist. Wenn die Märkte zuerst crashen, dann kannst du kaufen und profitierst sozusagen von der dann einsetzenden Erleichterung. Und zweitens, wenn die Meldung stimmen sollte, dann ist es eh schon wurscht, ob du long oder short bist, spielt dann praktisch keine Rolle mehr. Naja, ein bisschen Humor auch in diesen Zeiten muss drin sein. Wir sehen jedenfalls, dass Putin eben nicht nur durch diese Situation tote Soldaten, länger dauernde Geschichte. In der Ukraine hat er vermutlich gedacht, okay, ich schieße ein bisschen von oben, setze die Verteidigung der Ukraine außer Kraft, bin dann sehr schnell praktisch in Kiew, ohne großen Widerstand, dann ist die Sache erledigt, dann sprechen wir mal mit dem Westen, aber es ist nicht so gekommen. Und dann eben diese Haschensaktion SWIFT, Abkoppelung einiger Banken, aber vor allem eben die Abkoppelung der russischen Zentralbank, die ist heftig, denn damit kann im Prinzip das Finanzsystem Russlands kaum mehr überleben, muss man sagen. Wir sehen hier diesen Rubelabsturz, der sich gewaschen hat. Das ist der größte Absturz, noch viel größer als damals bei LTCM, Russlandkrise.
TCM, ein Hedgefund voll mit den Nobelpreisträgern, der damals ja über den Jordan gegangen ist. Und Bill Ackman sagt richtig, ich möchte nicht Geld auf einer Bank haben, die keinen Zugang mehr zum SWIFT-System hat, denn dann ist praktisch deine Solvenz als Bank total gefährdet. Genau das ist der Fall. Wir sehen deswegen schon Bankruns in Russland, und das ist natürlich genau das, was Putin vermeiden will. Jetzt ist der Krieg bei den Russen angekommen. Das war ja vorher alles so eine militärische Operation, wie er das genannt hatte. Damit ist jetzt aber Schluss. Jetzt haben die Russen kapiert, wir sind im Krieg und müssen die Folgen tragen. Deswegen versucht jetzt die russische Nationalbank, die Zentralbank, den Leitzins zu verdoppeln auf 20%. Das wurde heute Morgen gesagt oder verkündet. Wir sehen von 9,5, also mehr als eine Verdoppelung. Und die Begründung ist, der Rate Hike sei wichtig, um Rubel-Deposits attraktiv zu machen. Also, dass die Leute Geld in Rubel anlegen. Aber das ist natürlich totaler Bullshit. Die Russen können die Zinsen jetzt auf 500% anheben. Es würde trotzdem keiner machen. Warum? Was bringt mir 500% oder 100% Zinsen in einer Währung, die kollabieren wird? Nichts. Dann habe ich 500% von nichts, ist immer noch nichts. Deswegen wird dieser Schritt natürlich nichts bringen. Russland ist jetzt ein Paria an den Finanzmärkten. Er wird sich nicht mehr bewegen können. Dort dementsprechend wird keiner auch nur daran denken, jetzt diese Sachen wirklich in Rubel anzulegen. Und das ist jetzt sozusagen die Situation, mit der Putin vielleicht in der Dimension auch nicht gerechnet hat. Jetzt kriegt er es wirklich von allen Seiten militärisch schwieriger. Tote Soldaten, schlechte Bilder, Bankruns zu Hause. Plus eben dann jetzt dieser Rubel-Crash. Das ist natürlich eine unschöne Situation. Wir sehen, dass es auch in China ja eine Art SWIFT-System gibt, das Cross-Border Interbank Payment System, und Aktien, die aus China damit verbunden sind, die sind nach oben gegangen. Aber generell sehen wir auch eine Weaponization of Money, also wir sehen eine Art, wie soll man das sagen, eine Militarisierung des Geldes, könnte man vielleicht sagen. Das haben wir noch nie so gesehen. Es ist ein Turning Point, sagt hier jemand, in der Geldgeschichte, the end of dollar hegemony, also zumindest die Aufspaltung in zwei Teile, Russland, China, vor allem China als Dominator, Russland als der Juniorpartner. Aber die Frage ist, wird Putin das innenpolitisch auch überleben? Das ist nämlich nicht so sicher. Jedenfalls wird der Dollar dann eben immer mehr nur zur Währung der westlichen Welt. Das ist sicherlich ein Punkt. Jetzt gucken wir mal an, wo die russische Zentralbank, die ja praktisch jetzt abgekoppelt ist vom System, ihre Reserven hat. Nicht unwesentlich in Deutschland, über 10%, 7% in den USA. All dieses Geld, was nicht in China liegt oder in Gold angelegt ist, ist im Grunde jetzt eingefroren bzw. verloren. Das wiederum engt den Handlungsspielraum der russischen Zentralbank an. Und dass die Situation für Putin sehr, sehr kritisch ist, sieht man jetzt, dass offenkundig auch Belarus Truppen schicken will in die Ukraine, nachdem Belarus ja auch mit Sanktionen praktisch vollends zum Paria erklärt wurde. Jetzt kommen wir mal zur Ukraine. Was Sie hier sehen, sind Statistiken. Welchen Anteil hat die Ukraine am Weltexport in welchen Produkten? Da ist vor allem Sonnenblumenöl, da hat man 60,9%. Verschiedene Produkte, die mit Sonnenblumenöl zu tun haben. Wir haben Corn, wir haben Wheat, deswegen die Wheatpreise, die Weizenpreise heute massiv gestiegen. Also das ist schon ein wirklich gewichtiger Player am Nahrungsmittelmarkt, am Agrarrohstoffmarkt. Und wenn der wegfallen würde, würde das auch das Thema für Deutschland, für Europa noch vergrößern. Wir sind nicht nur konfrontiert mit Flüchtlingsströmen, wir sind nicht nur konfrontiert mit steigenden Preisen, die uns jetzt erwarten. Ein stellvertretender Ministerpräsident hat gesagt, der Preis, den wir für die Unterstützung der Ukraine zahlen, ist die Inflation. Ja, da könnte was dran sein, die ist eh schon herb. Und hier sehen wir mal die Haupthandelspartner der Ukraine. Exporte vorwiegend nach China, dann Polen, dann Russische Föderation, Türkei, Deutschland. Wir sehen Hauptwarengruppen 2020, Getreide, Eisen, Stahl, tierische und pflanzliche Fette, Öle und so weiter. Das ist das, was die Ukraine bisher exportiert hat. Und man importiert sehr viel aus China, auch aus Deutschland. Auch das wird dann Deutschland wahrscheinlich ein bisschen wehtun. Mineralische Brennstoffe und so weiter und so fort, was man da alles importiert. Jetzt soll ja heute, und jetzt kommen wir mal zu den Märkten, ein mögliches Treffen stattfinden zwischen der Ukraine und den Russen.
Zelensky hat schon die Erwartungen gedämpft, aber es ist natürlich angesichts dieser dramatischen Situation schon eine Chance der Bullen, dass, auch wenn die Wahrscheinlichkeit vielleicht gering ist, da doch ein Waffenstillstand ausgehandelt wird. Das würde die Märkte natürlich sofort nach oben bringen, gar keine Frage, aber es kann auch sein, dass die Situation sich dann sogar noch verschärft. Der Jim Bianco stellt die Frage, ja, warum sind die Märkte nur so wenig praktisch gefallen? Im Prinzip haben wir ja sogar eine indirekte Atomkrieg-Drohung ja von Putin erhalten. Meine Antwort ist kurz. Wir können jeden Moment eine Headline sehen über eben diesen Waffenstillstand. Und die Chinesen, die wahrscheinlich Putin das Go gegeben haben, jetzt, ja, mach das mal mit der Ukraine, dann gucken wir, wie das mit Taiwan zu absolvieren ist, denen wird jetzt auch mulmig. Die sind nicht daran interessiert, dass die Weltwirtschaft crasht. Die sind nicht daran interessiert, dass das jetzt so ausartet, wie es ausartet. Möglich also, dass die Chinesen jetzt Putin deutlich mal sagen, du Junge, jetzt setz dich mal hin und rede. Das geht uns jetzt hier zu weit. Wenn du jetzt nicht dich zügelst und auf einen Atomkrieg zusteuern willst, dann drehen wir dir auch den Hahn ab. Wir sehen ja vergleichsweise noch moderate Bewegungen am Freitag. Das ist unten das, was Sie hier sehen. Der S&P 2,2%, Russell plus 2,3%, Nasdaq 1,6%. Also diese Rallye aus Naivität. Die zweite Chance der Bullen neben all den sehr üppigen Risiken, die wir haben, ist, dass natürlich jetzt hier praktisch ein Lehman-Moment eingetreten ist für Banken, denn da, wo praktisch ein großer Teilnehmer aus dem SWIFT-System ausgeschlossen ist, vor allem eine Zentralbank praktisch abgekoppelt ist, da entstehen Zahlungsausfälle, die muss irgendwer auf sich nehmen, dementsprechend entstehen praktisch Liquiditätsprobleme in den Märkten, das muss die Fed wahrscheinlich irgendwie kompensieren, muss da Dollar-Swaps zur Verfügung stellen. Also das ist das Potenzial, dass die Fed hier eine freudige Botschaft gibt und sagt, also wir ersaufen die Märkte mit Liquidität. Hier sehen wir mal eine Grafik von Morgan Stanley über die bekannten Dinge, die Inflation, die Fed, die unbekannten Bekannten, wie wird es sich mit dem Wachstum verhalten, die Known Unknowns, Growth Deceleration und wir haben dann die Unknowns, Unknowns, die Russia Invasion, wie wird das ausgehen, not known to anyone, known only to others, you know but others don't, know to self and others, also das finde ich bringt so diese ganze Gemengelage der Risiko- und Chancenabwägung natürlich ganz gut auf den Punkt. China hat jetzt übrigens auch entgegen des Aufrufes von Joe Biden seine Ölreserven nochmal deutlich aufgestockt, also hier scheint man eben erstmal an sich selbst zu denken, das ist gar keine Frage und wir denken ja gerne auch an uns selbst und sehen, dass jetzt der Materialmangel sich weiter verschärft. Und diese Geschichte, die derzeit abläuft, wird das Ganze nicht gerade erleichtern. Wie gesagt, Putin jetzt in einer ganz, ganz schwierigen Situation, aus der kommt er kaum mehr raus. Jetzt müsste man vielleicht ihm die Chance geben, gesichtswahrend da rauszukommen, in irgendeiner Form eine Option zu öffnen, die sein Gesicht wahrt. Ansonsten wird er weiter praktisch wie ein wütender Stier rennen, weil es kein Zurück mehr für ihn gibt, dann möglicherweise von innen heraus abgelöst werden, also dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung schlichtweg so groß wird. All das müssen wir sehen. Ich möchte zwei Dinge Ihnen jetzt noch dringendst anempfehlen. Erstens dieses Video, das ich gestern am Sonntag gemacht habe, falls Sie es noch nicht gesehen haben. Putin führt ersten Stellvertreterkrieg für China gegen die westliche Weltordnung. Wir haben ja einen Vorteil, unser Gesellschaftssystem ist relativ attraktiv, freie Meinungsäußerung plus Wohlstand. Auch wenn viele sagen, ja, so frei ist das nicht mehr, gut, da kann man drüber reden, aber es ist ein himmelhoher Unterschied zu Russland und China, die autoritäre Systeme haben. Das möchte ich Ihnen anempfehlen, unter dem Video hier verlinkt. Und zweitens, wir sind im Krieg mit Russland, ein Ex-US-General, der Klartext spricht über das, was derzeit der Fall ist, warum die Amerikaner sich jetzt immer mehr auf Taiwan bereits fixieren, wie die Lage ist, der erklärt die logistischen Probleme, die diese russische Invasion nach sich gezogen hat. Hoch, hoch interessant, das habe ich selten so gehört. Auch das unter diesem Video, also zwei Verlinkungen unter diesem Video. Jetzt sage ich erstmal Servus und Ciao.